Wir wollen, wie gesagt, an unsere Leistungsgrenze kommen. Und wir wissen, dass Wolfsburg natürlich eine Top-Mannschaft ist, die jetzt einmal einen kleinen Ausrutscher in Barcelona hatte. Im Rückspiel haben sie es viel, viel besser gemacht und die waren immer auf dem Punkt da. Insofern wird es natürlich sehr, sehr schwer und wir müssen einfach unsere Leistung zu 100% abrufen und dann schauen wir aufs Ergebnis. Wie gesagt, da kann man, glaube ich, klar von Underdog, von einer Underdog-Rolle von uns sprechen. Also ich habe die Entwicklung im Frauenbereich sehr positiv erachtet und habe gesehen, dass da in die Strukturen quasi investiert wird und nicht nur ins Marketing, sondern auch, dass qualitativ guter Fußball gespielt wird. Ja, es war ja nicht immer so. Am Anfang war es natürlich auch ein bisschen anders, ist ja ganz normal. Aber mittlerweile macht es, glaube ich, auch, also mir als Trainer macht es riesen Spaß, eine Mannschaft zu trainieren, wo man sieht, okay, es wird immer mehr Fußball gespielt und man kann dann wirklich eine Handschrift auch irgendwann erkennen.